Hallo und Gute zu einer neuen Ausgabe von Shogi Banogi Daily, eurer Tagesdosis Angeberwissen. Der Sascha. Hallo. Und ich haben heute, am 3. Oktober, dem Tag der Deutschen Einheit, haben wir euch das Geburtstagskind des Tages mitgebracht. Wer denn? Das Geburtstagskind des Tages ist Max Giesinger. Ah, war ich schon mal auf dem Konzert von Max Giesinger. 80 Millionen, wenn sie tanzt und so weiter und so fort, ja. Max Giesinger. War ich in Köln in der Music Hall. Mhm. Köln Music Hall ist relativ eng. Relativ klein, ja. Relativ klein, genau. Und da war so eine Vorband, die war ganz cool. Und da war schon alles sehr, 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 sehr gedrungen. Du hast da so gestanden, ne? So. Und dann stand ich dann so neben dem Merchandising-Podest. Mhm. Stand ich so da. Hatte eigentlich einen ganz guten Platz gehabt. Und es war aber trotzdem alles eng. Und dann vorher, kurz vorher war es schon so gewesen, da wollte ich so eine Frau so durchdrängeln. So, ist er so an mir so vorbei und stand dann so wirklich so an mir, so. Das ist mir ein bisschen unangenehm so. Gerade. Und ich hab sie so angeguckt und so, was machen wir jetzt? Und sie so, ja, ich will davor. Ja, wo willst du denn da hin? Da ist doch alles voll, da ist doch kein Platz, was willst du denn da? Mhm. Ja, aber nee, da kannst du jetzt nicht vor, da ist nix, da ist kein also Platz. Also hast du wieder eine natürlichen Freundin. Genau, und dann ist die wieder zurück, so. Mhm. 5 Minuten später hat die Vorband zu Ende gespielt. Also ich erzähle dir mal die ganze Geschichte. Okay. Zu Ende. Das dauert jetzt länger. Ne? Könnt ihr euch schon mal darauf vorbereiten. Also 5 Minuten später hat die Vorband abgeschlossen. Mhm. Dann ging das Licht irgendwann runter. Und auf einmal hinter mir, so ein Security-Mann, machen Sie mal Platz, gehen Sie mal zur Seite. Und direkt an mir, will er direkt an mir vorbei. So, ne? Und drückt mich so zur Seite und dann auch. Ne? Und ich habe gedacht, so, da ist irgendjemand umgefallen vorne oder sowas, dass der Security kommt. Ja. Oder so. Ich so, okay, habe mich so versucht, irgendwie so zur Seite zu drängeln. Und er ist dann so durch. Und hinter ihm geht so ein Typ. Die kleine Frau. Nicht die kleine Frau, sondern geht so ein Typ hinter ihm in so einem T-Shirt, läuft ihm so hinterher. Mhm. Und ich denke nur, Alter! Alter, habe ich nur gedacht. Ne? Ja. So. Und was mich davon abgehalten hat, war, dass hinter diesem Typen noch eine Security war. Sonst wärst du dem Typ hinterher. Sonst habe ich gedacht, den Typen, ey, Alter, willst du dich jetzt dahinter, wärst du wie diese Typen, die bei der auf der Autobahn im Rettungswagen hinterher fahren, um dann durchzufahren. Ne? Mhm. So, genau so er. Hinter diesem Security-Mann hinterher und wie aus einem Impuls heraus habe ich den nicht angemacht und habe den gesagt, Alter, bist du mir bescheuert oder was? Mhm. Im nächsten Moment geht er aufs Podest und fängt an zu singen. Das war der Kai Giesinger. Wie heißt er? Nee, Max Giesinger. Ich habe gesagt, da habe ich aber Glück gehabt. Da hast du Glück gehabt. Den Künstler des Abends. Ja, also es war kurz davor, ich gesagt, Alter, was machst du? Wo willst du hin? Da ist alles Max, voll. Der dich fast angepöbelt hat. Ist der hat er gar nicht mitgekriegt. Aber kurz davor, eine Schelle zu kriegen. In Ordnung. Ja, aber dann wäre ich aber hochkant da rausgeflogen. Was war denn so ein geiles Konzert wäre ausgefallen. Ja, genau, das Konzert wäre ausgefallen. Ja. Kurz vor Nangisch war ich. So ein Stück warst du davor, Max. Hast du ein Glück. Ja, Max, ja, egal. Was haben wir? Also 13. Oktober, genau. Nein, 3. Entschuldigung, ja, genau. Am 3. Oktober, der Max hat Geburtstag und 1990 tritt die DDR der Bundesrepublik bei. Mhm. Ist ja klar, Tag der Deutschen Einheit wird verzogen. Aber das ist eigentlich die kleinere Meldung der ganzen Geschichte. Am 3. Oktober ist auch der Gedenktag Korea. Das ist der nationale Gründungstag von Korea. Das Ganze hat 2333 vor Christi stattgefunden. Was hat das mit Max Giesinger zu tun? Gar nichts. Machen wir am 3. Oktober. Achso, ich habe noch was mit Max Giesinger nicht zu tun hat. Heute, am 3. Oktober 1985, war Kinostart des Filmes Zurück in die Zukunft. Ehrlich. Back to the Future. Diddle-diddle-diddle. Diddle-diddle-diddle. Ach nee, das war Ghostbusters. Das war Ghostbusters. Wie war denn nochmal die Musik von... Jetzt hab ich dein doofes... Ja, scheiße. Das war nur ganz, ganz markant. Ich komme da drauf. Warte mal, ich hab's. Was denn? Das war's nee, nee, das ist. Falls ihr einen guten Tipp habt. Ja, mach mal diddle diddle. Mach mal diddle diddle. So, dass es erkannt werden kann, ne? Ja. So in die Kommentare. Genau. Diddle diddle. Oder den Link. Das ist ja auch den Link. Link ist einfach. Zu dem YouTube-Video oder zu irgendwas von Back to the Future. Macht mal, ne? Ja. Cheerio, Miss Sophie. Wir sehen uns morgen wieder am 4. Oktober.